Ich hoffe, dass alle von euch einen Platz gefunden haben, wie einen wollten. Ansonsten, vielleicht ist hier vorne noch was frei. Hier sehe ich auch noch so ein bisschen. Einfach mal schauen. Ist ja auf jeden Fall eine sehr kuschelige Runde hier heute. Genau, ich bin Nadine Graf. Ich freue mich, dass ich auch heute Abend hier durch das Abendprogramm sozusagen begleiten darf. Stefan steht schon hier bereit als Bürgermeisterkandidat, möchte sich heute Abend ein bisschen vorstellen, mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen und steht natürlich auch für ganz viele Fragen offen. Wir haben heute so mal kurz um den Fahrplan dieses Abends so zu umreißen. Wir haben das so gedacht, erstmal stellt sich Stefan kurz vor, sagt ein bisschen was zu sich. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit den Themen. Wir haben 8 Themen, die den klaren Kurs für Korbach bestimmen, den Stefan hat. Und die werden wir nacheinander durchsprechen und gerne könnt ihr Fragen stellen, auch direkt schon dann zu den Themenblöcken. Dann haben wir das alles so ein bisschen gebündelt. Wir haben hier ein Mikrofon, ein Handmikrofon, was wir dann umgeben können, damit ihr dann auch gut zu verstehen seid. Also haltet euch da nicht zurück, gibt hier keine falschen oder schlechten Fragen. Genau, wir werden auch eine kleine Pause machen, wahrscheinlich so gegen 20 Uhr. Da hinten stehen Getränke, könnt ihr euch dann auch gerne bedienen. Im Vorraum haben wir noch aufgebaut, um Unterstützungsunterschriften zu leisten. Wer da gerne noch unterschreiben möchte, ist auch ganz herzlich dazu eingeladen. Genau, ich glaube, das war es jetzt mal von meiner Seite. Dann würde ich das Wort an dich übergeben, Stefan. Ja, herzlichen Dank. Ja, hat geklappt beim ersten Mal, super. Schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Wie ich Anfang des Jahres dann immer noch sage, ein 24. Mal jetzt schon rum vom Jahr. Deswegen bis heute Abend sage ich noch ein frohes und gesundes neues Jahr euch allen, Ihnen allen. Gesundheit und Erfolg bei allem, was Sie vorhaben. Ich habe ein bisschen was vor dieses Jahr, das kann man da ungefähr erkennen. Ja, Wahnsinn, so viele Menschen. Wir hatten noch ein paar Stühle im Hintergrund, die haben wir schon hingestellt, Stehtisch jetzt auch reingehen. Ich bin etwas überrascht, überwältigt, wie auch immer, aber man kann es wahnsinnig schlecht einschätzen. Ich freue mich sehr, dass offensichtlich so ein großes Interesse an der Bürgermeisterwahl für Korbach dieses Jahr vorherrscht. Toll. Zu meiner Person. Ich bin Stefan Kiewig. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, das steht da. 50 Jahre bin ich alt, habe 2 Söhne. Einmal Tim, 16 Jahre, der zweite Arne, 13. Der Erstgeborene ist heute Abend nicht hier, er lässt sich schweren Herzens entschuldigen. Es war eine knappe Entscheidung, aber er ist dann doch auf die Skifreizeit mit der ALS gefahren. Sieht man mal, was ein anderer Vater wert ist. Aber nein, also er hat sich gerungen und ist dann halt dorthin gefahren. Gut. Stattdessen ist aber der Arne hier, oder der Arne ist dann freundlicherweise gekommen, hat sich die Zeit nehmen können. Freue ich mich sehr darüber, dass du da bist. Ja, ich lebe in einer festen Partnerschaft mit meiner Lebensgefährtin Nicole, die ist auch hier. Unterstützt mich sehr, sehr viel. Vielen Dank, dass du da bist und du hast deine beiden Töchter mitgebracht, Anne und Kaya. Danke, dass auch ihr da seid. Ja, wer bin ich? Gute Frage. Was bin ich? Gab's mal, aber okay, heute geht's um mich. 50 Jahre bin ich, bin geboren in Korbach, in Rena aufgewachsen und lebe auch weiterhin dort. Nach meiner Realschule, die ich zuerst auf der Berliner Schule, die momentan eine Riesenbaustelle ist, absolviert habe und danach das letzte Jahr auf der Louis-Peter-Schule hier in Korbach. Nach meinem Realschulabschluss habe ich dann eine handwerkliche Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht bei der VEW Waldeck GmbH, die Älteren kennen das Unternehmen noch. Ist dann nachher zwischenzeitlich noch umfirmiert. Ja, nach der 3,5-jährigen Ausbildung und meinem Gesellenbrief bin ich dann in Korbach auf die Fachoberschule gegangen, habe die Fachhochschulreife erworben. Von dort bin ich, auch das kennt die Älteren noch, zum Bundeswehr gegangen für ein Jahr. Ich musste 12 Monate im Grundwehrdienst leisten, habe das in Frankenberg gemacht. Ja, und von dort bin ich nach Kassel ins Studium gegangen, habe dort ein Studium der Elektrotechnik begonnen. Das habe ich nach 4 Jahren dann abgeschlossen in 1999 als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Fachrichtung Energietechnik. Dann habe ich insgesamt 12 Jahre in Kassel gearbeitet, 4 Jahre in einem inhaber geführten Ingenieurbüro, als Planungsbüro für Haustechnik, Elektrotechnik und Brandschutz. Und da durfte ich bundesweit Projekte begleiten und nachher auch leiten, ob in Hamburg, München, Berlin, Hildesheim,
aber auch in Neuental im Schwabiederkreis, also es war nicht immer ganz weit weg, aber auch in Polen, in Krakau, Danzig und in Słupsk, das ist in Pommern an der polnischen Ostseeküste. Nach 4 Jahren in dem Ingenieurbüro bin ich dann zu den städtischen Werken Kassel gewechselt, also dann wieder zurück in die Energiewirtschaft, wenn man so möchte, und habe dort 8 Jahre lang als Gruppenleiter für die Planung, Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, damals Kraftwerkstechnik, gearbeitet. Habe dort Gasturbinenanlage projektiert und als Projektleiter verantwortet, eine Wasserkraftanlage, also einen kompletten Bauplan, eigentlich Biomassekraftwerk. Der Müllheizkraftwerk Kassel, da durfte ich auch arbeiten, haben wir auch Gasanlagen gebaut. Aber sehr, sehr breit, sehr, sehr vielschichtig. Grundsätzlich immer mit Genehmigungsbehörden nach Bundesemissionsschutzgesetz auseinandergesetzt, dass mich das dann irgendwann in meiner weiteren Laufbahn doch nochmal massivst einholt und ich das permanent mache für 10 Jahre, hätte ich nicht gedacht, aber so ist das manchmal. Ja, und 2011 hatte ich dann die Chance, die Möglichkeit auch beruflich wieder nach Korbach zu kommen. Privat, persönlich bin ich Korbach immer verbunden geblieben, habe immer hier gewohnt, bin dann halt einschließlich Studium 16 Jahre lang gependelt nach Kassel. Und Sie könnt euch vorstellen, wie froh man ist, wenn man dann zukünftig nur noch 8 Kilometer bis zur Arbeit hat. Das ist ein Riesenfund. Das war eine ganz leichte Entscheidung zu sagen, ich gehe zur Energie bei Frankenberg. Dort sollte ich dann eigentlich in dem Bereich Energiebeschaffung und Vertrieb arbeiten. Das habe ich dann auch ein halbes Jahr gemacht. Und dann hieß es, ob ich von Seiten der Unternehmensführung, ob ich mal zeitweise unterstützen könnte beim Aufbau des Geschäftsfeldes erneuerbare Energie. Nur ein halbes Jahr, dann kommt ein neuer Ingenieur, der übernimmt das dann und dann gehst du wieder zurück. Dieses nur ein halbes Jahr war dann nachher 11 Jahre. Und auch das ist halt Provisorium so. Provisorien dauern halt manchmal sehr, sehr lange oder halten sehr, sehr lange. Ja, dann habe ich bei der Energie bei der Frankenberg bzw. bei der Tochter VEW GmbH, die haben wir dann neu gegründet wieder, den Namen wieder reaktiviert. Habe dann dort das Geschäftsfeld erneuerbare Energien aufgebaut mit einer Mannschaft. Bin seit 2012 dann Prokurist gewesen in der VEW GmbH. Habe 2017 Geschäftsführer von mehreren Untergesellschaften, die ich auch heute immer noch innehabe, diese Geschäftsführung. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was ich da noch gemacht habe. Ja, also 2017 Geschäftsführer mehrerer Untergesellschaften. In 2018 kam dann die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, perspektivisch den Bereich, den ich eigentlich bei der EWF angefangen hatte, nämlich Energiebeschaffung und Vertrieb, das verantwortlich zu übernehmen. Nach kurzer Bedenkzeit habe ich gesagt, ja, mache ich. Bin dann halt dort rüber gewechselt, habe dann 2018 Prokura für die EWF erhalten und im Jahr 2022 oder seit dem Jahr 2022 Herbst 2022 bin ich nun auch noch Geschäftsführer der erneuerbaren Tochter VEW. Warum das so passiert ist, steht auf einem anderen Blatt, das war in Pressefunk und Fernsehen langläufig nachzulesen, brauche ich hier nicht weiter drauf einzugehen. Augen auf bei der Wahl des Urlaubsziels. Gut, das mein beruflicher Werdegang. Neben dem Job mache ich auch noch was anderes, also ich versuche Sport zu treiben. Wenn es klappt, jogge ich gerne und fahre Rad. Tatsächlich klappt das aber aus zeitlichen Gründen oftmals nicht. Und zugegebenermaßen, die andere Hälfte der Zeit, wenn es nicht klappt, ist der immer Schweinehund. So ist. Gehe davon aus, dass der eine oder andere das hier auch kennt. Ja, daneben bin ich noch engagiert in der Feuerwehr. Wenn ich richtig rechne, seit ungefähr 40 Jahren. Erst in der Jugendfeuerwehr, dann in der Einsatzabteilung, auch als Atemschutzgeräteträger und seit 2005 auch als stellvertretender Wehrführer. Seit 2018 haben wir in Korbach eine sogenannte örtliche technische Einsatzleitung eingerichtet. Die wurde installiert, um das Einsatzgeschehen beim Hessentag abzuarbeiten. Dort arbeite ich seit der Gründung auch mit und nach dem Hessentag haben wir diese Einrichtung aufrechterhalten, weil wir dieses Führungsvehikel als Einrichtung bei Großschadenslagen weiterhin in der Feuerwehr halt aufrechterhalten wollen und nutzen. Letztmalig zusammengerufen haben wir sie zwischen den Jahren, als die drohende Hochwasserlage unter anderem im Bereich Elbe war. Dann
bin ich auch noch im Beirat und das auch seit der lächerlichen Jahrzahl von 23 Jahren. Ich war damals ja jüngstes Ortsbeiratsmitglied, was es in Rena je gab, aber das ist mir leider, der Rang ist mir leider bis zum Kommunalrat dann leider abgenommen worden. Das heißt, 23 Jahre Ortsbeirat und seit 2011 bin ich stellvertretender Ortsvorsteher in Rena. Das zu meiner Vita. Ja, ich stehe hier vor Ihnen im Scheinwerferlicht, weil ich Bürgermeister von Braubach werden möchte. Ich werde dazu, das war in der Zeitung zu lesen, von drei Parteien, von mittlerweile drei Parteien unterstützt. Ich hoffe, vielleicht kommt noch die eine oder andere. Mal schauen. Also, von drei Parteien werde ich unterstützt. Das freut mich sehr. Ich selber habe kein Parteibuch. Ich habe nie ein Parteibuch besessen, werde auch nie ein Parteibuch besitzen. Das ist verbrieft und wird auch nie passieren, weil ich gerade in der Kommunalpolitik der Meinung bin, da ist eine Parteiunabhängigkeit nicht unwichtig, weil man mit wechselnden Mehrheiten einfach versuchen muss, die beste Lösung zu erarbeiten. Dafür stehe ich. Ich stehe für eine Zusammenarbeit mit allen Parteien im Stadtparlament, ob sie mich unterstützen wollen oder nicht. Dann, wenn ich denn hoffentlich gewählt werde, wenn sie mir das Vertrauen schenken. Und das soll es tatsächlich einleitend erstmal von mir gewesen sein. Und jetzt unterhalte ich mich ein bisschen mit Nadine. Dankeschön. Ja, danke für den kleinen Einblick in dein Leben, dass du das mit uns geteilt hast. Genau, als nächstes wollte ich einfach mal so zum Warmwerden, damit wir hier auf der Bühne uns ein bisschen warm reden können, starten mit ein paar schnellen Fragen. Es ist ganz einfach, das sind immer Entweder-Oder-Fragen. Du entscheidest dich einfach für eine Option und das lassen wir dann auch so stehen. Brauchst du nicht groß zu erklären. Bereit? Ich soll nicht viel reden. Genau. Herausforderung, ne? Okay, los geht's. Manta-Platte oder 3-Gänge-Menü? Manta-Platte. Ja, klappt doch schon super. Ja, einfach. Kino oder Freilichtbühne? Das geht nicht. Das ist ja nicht zur Auswahl. So. Im Winter Kino, im Sommer Freilichtbühne. Lass mir das mal gelten. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Zwei Wochen ohne Telefon oder zwei Wochen ohne Alkohol? Zwei Wochen ohne Alkohol. Die letzte ist einfach Edersee oder Karibik? Edersee. Bevor wir jetzt zu unseren acht Themengebieten kommen, habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Stefan. Und zwar, du bist ja, hast du eben gerade, haben wir gerade in deiner Vita gehört, Prokurist bei der EWF und Geschäftsführer bei der VEW. Das müsstest du ja aufgeben für das Amt des Bürgermeisters. Ist es das denn wert? Ich habe es nicht gesagt, sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mich in diesem Verhör stellen. Ja, nach langer oder nach einiger Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, es ist es wert. Und tatsächlich ist die Entscheidung auch nicht ganz leicht gewesen, weil ich mich wahnsinnig wohl in dem örtlichen Unternehmen fühle, weil ich mich dort sehr, sehr gut habe ja, integrieren können. Ich habe ein wahnsinnig gutes Verhältnis, glaube ich zumindest, zu meinen Kollegen. Dem Unternehmen habe ich viel zu verdanken. Ich habe mich, glaube ich, auch sehr für das Unternehmen eingesetzt, mache das natürlich auch weiterhin. Aber dennoch ist tatsächlich das Bürgermeisteramt von Korbach das einzige politische Wahlamt, was nicht ehrenamtlich ist, was mich reizen würde. Ich bin vor 8 Jahren schon mal angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, Bürgermeister in einer Kommune zu werden. Daraufhin habe ich gesagt, nee, wenn dann nur Korbach, weil ich bin Korbacher, ich bin hier geboren, das habe ich eben gesagt, ich bin hier aufgewachsen, habe ich auch schon gesagt. Ich bin in der Region tief verwurzelt und das einzige Amt, das für mich in Frage kommt, ist das Bürgermeisteramt von Korbach. Und deswegen trete ich an dafür. Also, es war eine geschlossene Frage, ist das wert? Ja, das ist es wert. Ja,
zwei verschiedenen Parteien. Wie schaffst du es da, zum einen allen gerecht zu werden und zum anderen irgendwie ja unabhängig zu bleiben? Es ist relativ einfach. Es geht nicht. Es geht nicht, allen gerecht zu werden. Wie dann? Gerne. Also, es funktioniert im Beruflichen nicht, es funktioniert im Privaten nicht und schon gar nicht in der Politik. Sondern da ist halt, deswegen ist auch mir die Unabhängigkeit meiner Kandidatur so unglaublich wichtig, weil ich am Ende des Tages mit den politischen Parteien im Stadtparlament um die besten Lösungen nicht reden will, aber diskutieren will, um die bestmöglichen Kompromisse und die bestmöglichen Lösungen für Korbach zu finden. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das aufgrund der Erfahrungen, die ich im Stadtparlament Korbach bis dato gesehen und gemacht habe, dass das uns gelingen wird, gemeinsam die bestmöglichen Lösungen für Korbach zu erreichen. Und da wird es dann auch mal so sein tatsächlich, dass man mit der einen oder anderen Partei, die einen unterstützt hat, vielleicht bei einem Sachthema mal nicht einer Meinung ist. Aber das gehört zur Politik dazu. Dafür machen wir keine GroKo oder ähnliche Scherze und sagen, das wird jetzt per Ort und Mufti durchgeboxt, sondern dafür müssen wir im Stadtparlament um Mehrheiten ringen und das werden wir tun. Und da bin ich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Zum Bürgermeister. Zum Bürgermeister, der hat ja, ich sag mal, einen überdurchschnittlich vollen Terminkalender. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ich möchte Bürgermeister werden, ich möchte kandidieren? Zum einen hast du sehr schön gesagt, Bürgermeister hat einen überdurchschnittlichen Terminkalender, überdurchschnittlich gefüllten Terminkalender, das ist richtig, oder glaube ich zumindest, kenne ich nicht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Geschäftsführer der VEW und der Prokurist der EWF auch einen überdurchschnittlich gefüllten Terminkalender hat. Von daher hoffe ich mal, dass die Umstellung nicht so gravierend sein wird. Mit meiner Familie habe ich das natürlich besprochen. Tatsächlich haben meine Kinder auch gefragt, Papa, hast du denn trotzdem noch Zeit für mich? Das habe ich bestätigt und das wird auch so eingehalten werden. Ansonsten reißt du mir die nämlich den Kopf ab. Und mit meiner Lebensgefährtin habe ich das natürlich auch besprochen. Und da gilt es natürlich die gleiche Frage. Und auch das werden wir so einhalten. Also, das kriegen wir hin. Da bin ich mir nicht nur sicher, das weiß ich. Okay, dann kommen wir schon zu unserem ersten großen Thema. Und das heißt Sicherheit. Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich manchmal nachts alleine in Korbach unterwegs bin oder mit Freunden ausfahren, nach Hause will, irgendwie, man steht der Bahnhof vor oder will im Parkhaus schnell mal ins Auto hüpfen. Ich fühle mich nicht immer wirklich sicher, gerade wenn ich alleine bin und es ist nachts. Was würdest du tun, damit ich mich oder andere sich sicherer fühlen in Korbach? Ja, tatsächlich ist auch mein Eindruck, auch in Gesprächen mit verschiedenen Bürgern in unterschiedlichster Altersgruppen, du bist ja nur im Verhältnis zu mir wirklich jung. Das muss man ja so sagen. Aber auch in meinem Alter oder mit wenn ich auch mit älteren Personen spreche, höre ich das oft. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Nein, natürlich nicht. Ja gut, aber ich sag mal, der großgewachsene 25-Jährige, der ins Fitnessstudio geht, mit breiten Schultern, hat vielleicht ein anderes, auch eine andere Außendarstellung als ich mit meinen schmalen Schultern. Nein, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass in Korbach das, ja, oder den Eindruck, dass das Sicherheitsgefühl abgenommen hat. Das ist ein Sicherheitsgefühl, das ist subjektiv, das ist mir bewusst. Ich persönlich bin sehr gespannt. Im Februar kommt, glaube ich, die neue oder aktuelle Kriminalstatistik heraus, auch für Korbach. Ich unterstelle mal, dass da gar nicht furchtbar viel große Steigerung bei den Fallzahlen festzustellen ist, aber dennoch, das Gefühl ist auch etwas, was natürlich auch zählt für die Bevölkerung. Da gibt es mehrere Ansätze aus meiner Sicht und den ersten, den ich da nennen möchte, ist ganz eindeutig, wir haben ein Gewaltmonopol in diesem Staat. So. Und das heißt, ein erster Ansprechpartner für das Thema Sicherheit ist die Landespolizei. Jetzt muss man wissen, ich habe ein bisschen Statistik gewälzt, die Polizeidienststelle in Korbach ist zuständig für Vöhl, Diemelsee, Willingen und Korbach. Das ist eine Fläche von Größenordnung 400 Quadratkilometer mit über 41.000 Menschen. Das sagt jetzt erstmal nicht viel aus. Wenn man aber dann verinnerlicht, dass wir zum einen Großveranstaltungen in Korbach haben, mit Altstadt-Kulturfest, mit mittelalterlichem Markt
Und darüber hinaus eine Vielzahl von Veranstaltungen, ob es Triathlon am Edersee ist oder in Willingen das Skispringen oder andere Events in Willingen. Und dann noch an jedem Wochenende, zum Beispiel in Willingen, doch ein erhebliches Aufkommen an Individualtouristen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Dann ist mir vollkommen klar, dass die Polizeidienststelle in Kornbach über das Einsatzgeschehen hinaus nahezu gar keine Zeit haben kann, den klassischen Streifendienst zu leisten. Und das ist aus meiner Sicht das erste große Problem, dass schlicht und ergreifend die Präsenz der Ordnungsbehörden fehlt. Weil damit erreiche ich schon auch ein deutlich höheres Sicherheitsgefühl und unter Umständen, ganz was Verrücktes, könnte man auch Straftaten aufklären. So, also das ist eigentlich der erste Punkt. Jetzt habe ich mir auch den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung tatsächlich angeguckt. Kann ich nur empfehlen. Wenn Sie sich langweilen oder nicht im Fernsehen kommen, lesen Sie die über 180 Seiten, das ist toll. Da steht allerdings auch drin, dass man die personellen Ausstattungen der Polizei in Hessen steigern will. Also man will die Polizeikräfte, die Anzahl stärken. Das erachte ich auch als ganz essentiell. Das ist also ein wesentlicher Punkt. Dann so ein Gimmick am Rande. Auf der einen Seite habe ich gerade gesagt, im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen die Polizei, die Polizeistellen erhöhen. Auf der anderen Seite zieht man dann jetzt aktuell aus Korbach Polizeikräfte ab, um in Kassel eine zentrale Hundestaffel aufzubauen. Das ist etwas, was ich tatsächlich dann nicht ganz verstehe. Und da bin ich sehr gespannt, wenn ich mal Verantwortung für die Stadt tragen dürfte, dort in den Austausch halt auch mit den Landesbehörden zu gehen. Gut, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Videoüberwachung. Ist ein Vehikel, wo sich auch insbesondere die Landespolizei sehr schwer mit tut. Auf der anderen Seite sage ich ganz platt, in Willingen vor der Seilbahn geht es auch. Und im Körper vom Bahnhof soll es nicht gehen, verstehe ich nicht. Also auch da ganz wichtig, den Diskurs mit der Landespolizei zu suchen. Im Körper haben wir halt ein paar Stellen, wo man das sicherlich machen kann. Ob das vom Bahnhof ist oder im Kaufland oder vom schönen Vorkaufland oder gegebenenfalls auch im Teilbereich im Stadtpark. Das muss in enger Abstimmung, das ist vollkommen klar, mit den zuständigen Dienststellen des Landes passieren. Aber ich bin der Meinung, es muss passieren. Weil das dann was man ja für Überwachungskameras. Was man für Überwachungskameras ja auch braucht, damit die was sehen, ist Licht, oder? Licht ist richtig, ja. Ist es damit auch? Auch wenn es ein bisschen blendet, aber ja, Licht ist wichtig. Ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Ingenieurbüro für unter anderem Elektrotechnik und da haben wir halt auch Beleuchtungskonzepte gemacht. Und ja, ich kann das bestätigen, Licht ist wichtig. Licht bedeutet auch Sicherheit. Ja, vor allem das Sicherheitsgefühl. Ja. Da wünsche ich mir sehr, dass wir halt auch drüber nachdenken, intelligente Beleuchtungskonzepte umzusetzen. Da möchte ich ein Beispiel nennen, was ich halt tatsächlich nicht verstanden habe bis dato, aber das kriege ich noch raus. Ich war jetzt vor kurzem im Parkhaus in Korbach und habe dort meinen Sohn, nicht den, der hier ist, sondern der Skifährt, abgeholt. Oder wollte ihn abholen. Habe dann dort unten in der ersten Ebene gestanden. Beleuchtung war aus meiner Sicht okay und um 6:30 wurde es auf einmal dunkel. Also nicht komplett dunkel, aber der überwiegende Teil der Beleuchtungskörper ging schlicht und ergreifend aus. Ich habe dann gemutmaßt, weil ich da im Auto saß und mich nicht bewegt habe und das Auto nicht bewegt habe, dass es ein eventuell bewegungsgesteuertes Konzept wäre. Ich bin dann ausgestiegen und bin durch das Parkhaus, durch die Parkebene gelaufen und bin hoch und runter gehüpft. Also ich hoffe, ich habe mich keiner gesehen. Allein es ist mir nicht geglückt, das Licht wieder anzubekommen. Also wie gesagt, da war ein Beleuchtungskonzept dahinter, was ich nicht verstanden habe. Das mag an mir liegen, auch das kann man mir sicherlich auch erklären. Aber da ist es halt ganz wichtig, gerade halt die Frauenparkplätze im Parkhaus, da ist es sehr, sehr wichtig, dass die gut ausgeleuchtet sind. Das ist mal ein bisschen haben wir mal nach dem Ort, ne? Ja, das hat ja noch nicht mal. Okay, ich denke, dann können wir zum nächsten Themenbereich übergehen. Oder wie sieht es aus mit Fragen aus dem Publikum? Thema Sicherheit. Ich möchte jemand eine Frage stellen. Haben wir ein Mikrofon, was wir rumgeben lassen können? Ich kann so reden. Weil wir von Videokameraüberwachung gesprochen haben.
Ich bin manchmal bei dem Marktplatz da, wo diese Telefonzelle für die Bücher sind. Ja. Und da trifft man auch immer wieder Leute. Und wir müssen der Kupplung klar sagen, Leute, die sich Bücher nicht leisten können, für die ist das gut. Man gibt sich ja auch wieder ab. Und es ist weniger hin und her mit Paketen und sonst was. Also hat durchaus seinen Sinn, dass ich das, die Bücher nicht gleich alle in die Bücherin tue. Aber das ist im Augenblick mal wieder geschlossen, weil da zu viel zerstört wird davon. Und da wäre eine Videokamera sinnvoll. Die kann man nach 24 Stunden, kann man ja alles wieder löschen. Würde ja überhaupt nichts passieren. Aber man wüsste dann, wenn jemand Quatsch macht. Beziehungsweise es macht das vielleicht keiner mehr. Und das wäre also ein konkretes Beispiel. Hat jetzt nicht mit Sicherheit in dem Sinne zu tun, aber es ist halt, die Leute, die da gerne hingehen, ich treffe da öfter welche, wenn ich da zufällig lang gehe, die sind sehr enttäuscht, wenn es so ist. Das kann ich gut verstehen. Und die Beispiele, die ich nannte, waren ja auch wirklich Beispiele. Also, wie gesagt, ich stelle mir in meiner Welt vor, dass man dort sehr intensiv mit der Landespolizei in Austausch geht und dann gemeinsam auch mit der Politik die Bereiche definiert, wo aus polizeilicher Sicht und auch aus politischer Sicht die Videoüberwachung sinnvoll ist und dass man die dann gemeinsam umsetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Erstmal nicht. Ein bisschen schüchtern. Okay, dann kommen wir zum nächsten Themenblock, der nennt sich Gesundheit. Das ist ja auf dem Land vielerorts so, dass wir einfach in Deutschland einen großen Mangel an Ärztinnen und Ärzten haben. Besonders wenn es um Fachärzte geht, Kinderärzte zum Beispiel. Wie sieht das da in Korbach aus? Denkst du, wir haben genug MedizinerInnen? Ich glaube, wir sind in Korbach mit unserem Stadtkrankenhaus, mit den niedergelassenen Ärzten und mit dem MVZ grundsätzlich gut aufgestellt. Das würde ich unterstreichen wollen. Es reicht aber leider nicht, du hast eben gesagt, es fehlen auch Ärzte. Ja, das ist in der Tat so. Von dem Hintergrund finde ich den Antrag, den die SPD bei den Haushaltsberatungen eingebracht hat, nämlich finanzielle Mittel bereitzustellen, um einen weiteren Kinderarzt, eine weitere Kinderärztin in Korbach anzusiedeln, ausdrücklich richtig und gut und auch wichtig. Und auch andere Fachdisziplinen brauchen wir, glaube ich, in Korbach noch. Wenn ich das richtig weiß, haben wir seit 2016 keinen Dermatologen mehr in Korbach. Also das wäre halt auch eine Fachdisziplin und weitere werden sicherlich hier in der Runde vielleicht auch noch einfallen, wo man nachschauen sollte und müsste, ob und inwiefern das sinnvoll ist, entsprechende Fachdisziplinen nach Korbach zu ziehen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir sind in Korbach gut aufgestellt. Darf ich noch was zum Krankenhaus sagen oder möchtest du erst weiter fragen? Wenn du möchtest, wie sieht es denn beim Krankenhaus aus? Entschuldigung, danke. Danke, das war eine gute Überleitung. Das Krankenhaus ist, glaube ich, auch tatsächlich sehr gut aufgestellt. Wir sind dort in der Notfallstufe 2. Das gilt es auch zwingend zu erhalten. Notfallstufe 2 heißt unter anderem 7 Fachdisziplinen müssen vorgehalten werden. Und gerade das Krankenhaus leistet, glaube ich, überregional, weit über Korbach hinaus einen sehr, sehr großen Dienst im Gesundheitswesen. Ich möchte da ein Beispiel nennen. Nach meiner Kenntnis melden sich viele Krankenhäuser im Umland, ob das Frankenberg ist, Wildungen, Bad Arolsen oder auch Brilon, regelmäßig aus der Notfallversorgung ab. Das heißt, wenn ein Notfall eintritt, können diese Krankenhäuser nicht vom Rettungsdienst angefahren werden. Das ist höchst misslich für den Herrn oder die Dame, die in dem Rettungswagen drin liegt. Das ist aber auch für andere höchst misslich, weil man stellt sich vor, in Hatzfeld ist ein entsprechender Notfall. Das nächstgelegene Krankenhaus ist in der Notfallversorgung abgemeldet. Das heißt, der Rettungswagen würde dann zum Beispiel bis nach Korbach fahren. Unabhängig davon, dass eine Versorgung in einem Rettungswagen sicherlich deutlich schwerer zu realisieren ist als heute in einer Notfallstation, fehlt der Rettungswagen dann auch einfach mal ganz einfach die Fahrt von Hatzfeld, bei dem Beispiel, bis nach Korbach und natürlich auch wieder zurück. Und im Dezember letzten Jahres war auch ein Bericht in der WLZ, dass wir in Hessen, bei dem Waldeck-Frankenberg, oftmals die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen nach dem hessischen Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz und die allgemeinen Hilfe von 10 Minuten oftmals nicht einhalten. Und da ist ein Baustein natürlich die umfassende Notfallversorgung in den Krankenhäusern.
dieser Korbach hat da, glaube ich, eine herausragende Stellung, dadurch, dass sich kaum abgemeldet wird. Gesundheit hat allerdings auch seinen Preis, oder ihren Preis. Ich stelle mal eine dumme Frage. Kann einer mit dem Begriff Krankenhausnotruf auch noch was anfangen? Das ist enttäuschend. Das gab's. Ich habe tatsächlich gegoogelt, weil ich nicht mehr wusste, welches Jahr das war. Das gab es in 97, 98. Dort wurde schon von allen gesetzlichen Versicherten rund 20 Euro pro Jahr eingesammelt als Krankenhausnotopfer, um die Instandhaltung und Renovierung unserer Krankenhäuser zu finanzieren. Das heißt, dass das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert ist, das wissen wir. Das ist jede Woche einmal in den Medien mindestens. Dass es aber das schon über drei oder in Größenordnung seit 30 Jahren ist, das gehört auch zur Wahrheit. Und da muss zwingend was getan werden. Das kann Korbach nicht alleine für sein Krankenhaus in Korbach stemmen. Wir haben in 2022 bei 83 Millionen Euro Umsatz 2 Millionen Euro Verlust eingefahren in unserem Krankenhaus. Das kann man eine gewisse Zeit lang machen, aber das geht nicht über Jahre. Und da sind alle vorgelagerten Verwaltungsstellen, ob Bund, Land oder auch der Landkreis, gefordert. Weil, das wird auch oft vergessen, das Krankenhaus in Frankenberg, und das soll jetzt kein Fingerpointing sein, aber das Krankenhaus in Frankenberg hängt seit über 20 Jahren am Tropf des Kreises. Und der Kreis finanziert sich über die Kreisumlage. Das heißt, indirekt finanzieren auch wir als Korbacher das Defizit des Kreiskrankenhauses Frankenberg mit, genau wie alle anderen Kommunen aus des Landkreises auch. Also auch da ist ein dringender Handlungsbedarf. Und darüber hinaus, und ich will da gar keine Neiddiskussion entfachen, aber darüber hinaus gehört ja auch zur Wahrheit, dass das Korbacher Krankenhaus auch die Gesundheitsvorsorge für umliegende Kommunen und nicht nur für Korbacher Bürgerinnen und Bürger darstellt. Also von daher ist aus meiner Sicht der Kreis ganz massiv mit in der Bütt. Wenn wir jetzt über unterfinanzierte Krankenhäuser sprechen, dann kommt mir direkt auch was anderes in den Sinn, was unterfinanziert ist: Pflegekräfte. Da wird immer gemeckert, zu wenig Personal, und das, was da ist, ist überarbeitet und unterbezahlt. Was glaubst du, wie sieht es da in Korbach aus? Wahrscheinlich auch keine Ausnahme von dieser. Mit Sicherheit, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage. Hallo. Nein, wir haben über Ärzteschaft gesprochen, das ist richtig, genau dazu gehört natürlich auch der Pflegebereich, Pflegesektor. Und problematisch ist es in der Tat bei Pflegekräften, wenn dort krankheitsbedingte Ausfälle als Beispiel sind, dann ist das in der Verwaltung nicht schön, dann ist das in meinem Job auch nicht schön, dann kriegt ein Kunde vielleicht mal kein Angebot für eine Stromlieferung oder ein Antrag für eine Windenergieanlage wird dann eine Woche später eingereicht. Wenn aber die Pflegekräfte fehlen und kein Ersatz da ist, dann leiden da Menschen runter. Und deswegen ist da auch dringender Handlungsbedarf, dass wir da personell so aufgestellt sind, dass wir auch dauerhaft die Pflege, die die Menschen verdient haben, zur Verfügung stellen können. Das ist auch ein Riesenkostenblock, das ist mir vollkommen klar, vollkommen bewusst. Und auch da sind, weil das kann auch Korbach nicht alleine, auch da bleibt mir leider nur auf andere Verwaltungsebenen zu zeigen und sagt, ihr müsst das sicherstellen. Gibt es zu dem Bereich Gesundheit noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Dann sehe ich schon einen Finger gedruckt. Ja, zum Korbacher Krankenhaus. Also wie schon richtig gesagt, eigentlich alle Krankenhäuser im Landkreis haben zu knapsen finanziell. Unser Korbacher Krankenhaus genauso. Von Bundesebene ist ja nun viel in der Diskussion, aber ich denke realistisch wenig zu erwarten. Im Prinzip sind die Länder ja auch da in der Pflicht, was auch die Ausstattung, Finanzierung, Bauten und so weiter geht. Da kommt natürlich erwartbar auch nicht viel mehr Geld. Das heißt, ich sehe eigentlich auch unsere Ebene hier, wir müssen auch hier vor Ort unsere Hausaufgaben machen, statt auf Berlin oder Wiesbaden zu schielen. Ich denke, es kann nicht mehr sein, dass alle Krankenhäuser alles machen und alles anbieten. Das heißt, alle machen Hüftgelenksoperationen. Das ist teuer, die Fallzahlen sind relativ mau in jedem Haus. Ich denke, man muss da eben sich absprechen, dass meinetwegen alle Hüften im Landkreis in Korbach gemacht werden und meinetwegen alle Kniegelenke in Frankenberg. Ja?
Das spart enorme Kosten und außerdem ist die Qualität durch die stark erhöhten Fallzahlen dann deutlich besser. Wie stellen Sie sich so die Kooperation zwischen den Krankenhäusern im Landkreis vor? Da müssen wir, denke ich, auch unsere Hausaufgaben hier selber machen. Das ist ganz eindeutig so. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Dr. Kosmich. Wir müssen tatsächlich auf Landkreisebene, zum einen der Kreis als Verwaltungsebene, aber dann halt auch die Häuser im Landkreis, sich müssen an einen Tisch, um halt genau diese Fragestellungen zu erörtern, um da Lösungen zu erarbeiten. Und ich möchte noch ein Beispiel nennen. In 23 sind 40 Krankenhäuser, 40, gemäß der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in die Insolvenz gegangen. Für 24 wird prognostiziert, dass circa die doppelte Anzahl, wenn sich nichts ändert, in die Insolvenz gehen wird. Also das ist eine Entwicklung, die kann ja nicht normal sein auf der einen Seite. Und zum anderen können das aber auch die Kommunen nicht alleine stemmen. Also sehen Sie es mir nach Berlin schieben muss man an der Stelle trotzdem und auch aufs Land. Aber natürlich muss man halt auch in der Region die Kooperation pflegen. Wir arbeiten mit Korbach und Frankenberg schon seit Jahren, aber nur relativ auf Low Level zusammen. Das gehört auch zur Wahrheit, aber das muss man sicherlich intensivieren. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich hätte noch eine Frage im medizinischen Bereich. Warum gibt es denn hier in Korbach oder im Umland in manchen Bereichen keine Ärzte oder zu wenig? Warum gibt es eine Budgetierung für Ärzte? Und warum gibt es in vielen Bereichen Honorare, die überhaupt nicht kostendeckend sind? Wenn die Fragen gelöst sind, Budgetierung weg und kostendeckende Honorare auf dem Land, dann hätten wir sofort die Ärzte da. Dankeschön. Da würde ich gerne machen Sie. Das kann ich nur zu 100% unterstreichen. Wir haben nun mal im Gesundheitswesen, weil das ist eine tatsächliche Fragestellung, die kann halt auch die Stadt Korbach nicht und die kann auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht lösen. Das ist wiederum auch eine Bundesfrage, ganz eindeutig. Aber wir haben im Gesundheitssystem, wenn ich da mal wieder ein bisschen ironisch, sarkastisch werden darf, das Schlechteste von zwei Welten zusammengefasst. Wir haben aus der Planwirtschaft die Festhonorare und aus der Marktwirtschaft die Kostensituation. Und das heißt, eben ausgeführt 2 Millionen Euro Verlust im Jahr 2022, dann ist es davon auszugehen, dass die Verluste bei gleichbleibenden Randbedingungen in den nächsten Jahren noch steigen werden, steigen müssen, weil die Erlöse in den Krankenhäusern nicht in dem Maße steigen, wie die Kosten steigen werden. Und das ist zwangsläufig, dass dort eine Schere entsteht und die Defizite größer werden. Also ein Problem, was nicht auf kommunaler Ebene gelöst werden kann. Sind damit alle Fragen zu diesem Themengebiet beantwortet oder hat noch jemand was auf dem Herzen dazu? Wenn das nicht so ist, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Themengebiet über. Das ist Wohnen und Leben in Korbach, in der Stadt selber und in den Ortsteilen. Zum Thema Wohnen. Das ist ja auch wieder so ein gesamtdeutsches Problem, bezahlbarer Wohnraum. Ne? Was sind deine Ideen für Korbach? Ich belästige Sie auch da erstmal wieder mit ein paar Zahlen und Statistiken. Die Bundesregierung hat sich selbst als Ziel gesetzt, Jahr für Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Das ist in den Jahren 2022 und 2023 jeweils nur zur Hälfte erfüllt worden, also statt 400.000, 200.000. Wenn jemand nach dem Handballspiel vorgestern, was ja nicht so erfolgreich war, umgeschaltet hat auf die Tagesthemen, dann war dort ein Bericht zu lauschen, dass 911.000 Sozialwohnungen bundesweit fehlen. Also ein Riesenproblem ist bezahlbarer Wohnraum. Da möchte ich gerne mit den beiden Wohnungsbaugesellschaften, die in Korbach tätig sind, zum einen die GWH, die gehört zur ELAGA, und zum anderen, das ist noch wichtiger, glaube ich, mit der GWS, mit der Genossenschaft für Wohnungsbau und Siedlungswirtschaft EG. Herr Oschmann, so ungefähr? Danke. Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbau.
Genossenschaft EG ins Gespräch kommen, um Lösungen zu erörtern, Wege zu finden, wie wir bezahlbaren Wohnraum tatsächlich schaffen können. Weil Investorenprojekte, das ist auch nichts, das ist nichts Verwerfliches daran, dass ein Investor Geld verdienen will und muss, aber Investorenprojekte bei den heutigen Baukosten, bei den heutigen Zinsanforderungen und bei den Renditeerwartungen des Investors kann kein sozialer Wohnungsbau werden. Da werden halt dann Mieten aufgerufen werden müssen von 10, 11, 12, 14 Euro pro Quadratmeter. Und das ist kein sozialer Wohnungsbau, das können sich viele Menschen schlicht und ergreifend nicht leisten. Also da ist meine Fantasie, dass wir zusammen mit den Genossenschaften dort versuchen, neue Projekte umzusetzen, um kostengünstigen, bezahlbaren Wohnbau zu schaffen. Ein Beispiel wäre aus meiner Sicht der Bereich belgischer Kindergarten, ehemalige belgische Schule, im Bereich der Lake. Das ist im Moment, ja, brutal gesagt, eine Art Brache. Und dort könnte man sicherlich, wenn alle mitziehen, wenn auch die Grundstückseigentümer mitspielen, dort ein mögliches erstes Projekt umsetzen. Gibt uns ja schon mal einen ganz, ganz guten Einblick zum Thema Leben in Korbach. Besonders wenn ich jetzt in der Fußgängerzone unterwegs bin, sieht man auch ein bisschen Leerstand. Und manchmal, wenn ich da so durch die Fußgängerzone gehe, habe ich das Gefühl, oh, irgendwie liegt hier der Hund begraben. Wie ist denn da deine Vision so für die nächsten 5 Jahre für die Korbacher Innenstadt? Also der Hund ist da nicht begraben. Nicht? Nein. Ist ja alles gepflastert. Nein, der Hund ist da tatsächlich nicht begraben, aber der Leerstand in Fußgängerzone Altstadt macht mir auch Sorgen, tatsächlich. Wir sind im Moment noch in einem Programm Zukunft Stadtgrün. Da wird ganz viel Geld investiert, um unter anderem in der Lake einiges zu bewegen, aber auch in herrschaftlichen Haken und anderen Stellen mehr. Ich wünsche mir sehr, dass die neue Landesregierung auch das Programm wieder aufleben lässt, lebenswerte Zentren. Da hat zum Beispiel Gudensberg-Waldeck Frankenberg dran teilgenommen. Das ist, wäre ein Förderprogramm, wo man halt auch die Innenstadt beleben könnte, so hoffe ich. Ja, meine Fantasie ist auch mit den Verpächtern an der einen oder anderen Stelle mal ins Gespräch zu gehen, wohl wissend, dass die Stadt da keinerlei Handlungsoptionen hat und Einflussmöglichkeiten hat, weil das ist letzten Endes die freie Entscheidung eines Verpächters, was für einen Pachtkurs er aufruft. Aber an der einen oder anderen Stelle habe ich tatsächlich dann schon den Eindruck, dass dort Mieten aufgerufen werden, die einem Mittelzentrum, einer Innenstadt, eines Mittelzentrums nicht angemessen sind, sondern deutlich darüber hinaus liegen. Das gilt es aus meiner Sicht auch mal zu diskutieren, um gegebenenfalls darüber auch eine Belebung zu schaffen. Klingt nach einem schweren Unterfangen. Was gibt es noch? Ja, mittlerweile oder im Moment sind sogenannte Pop-Up-Stores in aller Munde, möchte ich mal sagen. Das sind kleinere Läden, die man einrichten kann, wo sich zum Beispiel Handwerker, aber auch Künstler für einen begrenzten Zeitraum, also nicht als langfristiges einen langfristigen Mietvertrag eingehen können, um dort halt ihre Produkte, ihre Dienstleistungen halt zu präsentieren und anzubieten und darüber auch eine gewisse Belebung wieder in die Fußgängerzone zu bekommen. Das ist ja jetzt quasi ein Kernstadtthema sozusagen. Wie sieht es denn auf den Ortsteilen aus? Die Ortsteile sind zuvorderst von dem demografischen Wandel getroffen. Wir haben in 2007 schon mal eine Arbeitsgruppe gehabt mit Ortsteilvertretern, mit den Vertretern der Ortsbeiräte, um halt gerade das Thema demografischer Wandel zu bearbeiten, um dort Lösungsansätze zu schaffen. Das gilt es aus meiner Sicht auch wieder aufleben zu lassen. Bedenklich finde ich bei den Ortsteilen oftmals den Leerstand in den Dorfkernen. Da muss aus meiner Sicht auch intensiv und gegebenenfalls auch mit klarer Kante mit dem Denkmalschutz gesprochen werden, weil es nicht sein kann aus meiner Sicht, dass Eigentümer
Objekte verfallen lassen müssen, weil sie entweder nicht wollen oder weil sie entweder nicht können, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu erfüllen. Auch da, Zitat aus dem Koalitionsvertrag der hessischen Landesregierung, man will das Denkmalschutzgesetz novellieren. Im Koalitionsvertrag steht leider aus meiner Sicht nur drin, in Bezug auf Photovoltaik. So aus meiner Sicht nicht weit gehen genug, sondern man muss auch ernsthaft darüber nachdenken, wollen wir es uns leisten, dass vorhandene Gebäude in Ortskernen bewusst verfallen gelassen werden, weil man die Sanierung auch nach Denkmalschutzstandards nicht leisten kann oder will. Das ist aus meiner Sicht ein Unding und da muss auch der Denkmalschutz sich, so meine ich, bewegen. Ja, Thema Wohnen und Leben in Korbach und den Ortsteil. Gibt es dazu Fragen aus dem Publikum? Ja, da hinten sehe ich schon eine erhobene Hand. Korbach hat in der Nachkriegszeit sehr gewonnen dadurch, dass Menschen von woanders her hierher gekommen sind. Als ich nach Korbach gekommen bin, waren es die Russlanddeutschen. Das war eine schwierige Zeit oft, aber ich glaube, sie sind heute eine der Stärken dieser Stadt auch. Ich glaube, wir sind an einer Zeit, wo wir sehr an dem Thema Integration arbeiten müssen. Was sind da Ihre Vorstellungen, wie wir Menschen, die zum Beispiel als Geflüchtete hierher kommen und hier arbeiten wollen, um die zu unterstützen, damit sie hier ein Zuhause finden und unsere Stadt stärken? Jetzt könnte ich ernsthaft wieder auf Berlin zeigen. Das mache ich aber nicht, weil ich das nicht mehr machen soll. Integration ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich. Einmal global betrachtet oder nur auch wiederum eine Flughöhe höher betrachtet, glaube ich, dass wir eine deutlich verschärfte Situation haben in Bezug auf 2015, 2016. Weil schlicht und ergreifend allein aus der Ukraine wahnsinnig viele Menschen Schutz suchen bei uns. Das ist nachvollziehbar. Diese müssen integriert werden und das ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe für alle, für das Ehrenamt, für die Verwaltung. Ja, idealerweise für jeden Einzelnen von uns. Auch da werden die Kommunen hier an vielen Stellen leider sehr alleine gelassen. Und die Tatsache ist, dass die Kommunen, Korbach mit Sicherheit auch, in Bezug auf der Verwaltung, aus dem Sozialamt, ein Stück weit allein gelassen werden und teilweise schlicht und ergreifend am Ende der Belastbarkeitsgrenze sind. Also ich habe momentan schlicht und ergreifend keine Lösung für das Problem, weil die Kommunen alleine gelassen werden. Muss ich ganz klar so sagen. Das muss Ihnen nicht gefallen, das gefällt mir selber auch, ich gebe ich offen zu. Aber Integration kostet auch Geld. Ehrenamt, wir haben wahnsinnig viele ehrenamtlich Engagierte. Das ist so, das ist auch gut so, das muss ausdrücklich auch gefördert werden. Nur alles kann das Ehrenamt allein auch nicht leisten. Da hätten sich noch eine Frage. Wenn man zwischen Obi und McDonald's lang geht, da gibt es eine ganz große Fläche mit einem völlig zerfallenen Gebäude seit mindestens 10 Jahren. Das sieht wirklich aus. Und bei sowas muss man wirklich was machen. Schließlich gibt es doch die Verpflichtung, dass man für das eigene Grundstück sich ein bisschen kümmert. Ich habe das letzte leider nicht verstanden. Es gibt doch formal die Verpflichtung, sich ums eigene Grundstück zu kümmern. Und das ist seit Jahren eine absolute Ruine, sieht scheußlich aus, zerfällt immer mehr. Es ist ein absolut trauriger Anblick. Solange ganz stumpf, rechtlich, und ich bin nur Elektriker, kein Jurist. Ja. Solange von dem Grundstück, von dem Gebäude, was auf dem Grundstück steht, keine Gefährdung des öffentlichen Raumes ausgeht, hat die Verwaltung, das Ordnungsamt, die Stadt, der Landkreis grundsätzlich erstmal keinerlei Handhabe. Eigentum verpflichtet, ich bin da vollkommen bei Ihnen, aber die rechtliche Handhabe gibt es deswegen noch lange nicht. Sie können sich vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren bei Gut Dingeringhausen, dort drohte ein Gebäude auf die Straße zu fallen. Dort konnte, weil die Gefahr der öffentlichen Gefährdung der Sicherheit und Ordnung gegeben war, dass dort der Verkehr gefährdet würde. Dort hat dann, ich glaube, der Landkreis als Bauaufsichtsbehörde ist tätig geworden, hat Ersatzvornahmen vorgenommen, um das Gebäude abzustützen. Aber in Anführungsstrichen nur, weil ein Gebäude verfällt, weil es nicht schön aussieht,
Das muss einem nicht gefallen, das gefällt mir auch nicht, das dürfen Sie mir glauben. Aber da hat die Stadt erstmal keine Handhabe. Und wie sieht die Gefahr aus, möglicherweise mit Ratten oder anderem Ungeziefer? Das wird ja gar nicht überprüft bisher. Ja, auch da würde man Ihnen entgegenhalten können, an einem Bachlauf sind grundsätzlich auch immer Ratten. Und deswegen verrohren wir glücklicherweise auch nicht die Dachrohre. Aber in der Innenstadt jetzt, da wurde jetzt was geändert, gegenüber von Schreiber, also Thalia jetzt. Und da habe ich mit den Leuten, die da gebaut haben, mal gesprochen und die haben gesagt, das Grüne muss alles weg, weil da ein Haufen Ratten sind. Also das war genau gegenüber Schreiber oder Thalia. Da war das eine hinreichende Begründung. Ich kenne den Sachverhalt, ich kann den zufolge leider wenig aufklären. Danke für die vielen Fragen. Ich glaube, dabei belassen wir es erstmal zu diesem Thema und machen eine kleine Pause von ca. 10 Minuten.